Das virtuelle Migrationsmuseum ist ein ziemlich großes Projekt von der BPW und von LVR finanziert. Das ist ein Museum ohne Wände, ein online-virtuelles Museum, eine virtuelle Stadt, die begehbar ist, wo man unterschiedliche Gebäude finden kann, die dann thematisch das Thema Migration, also wirklich thematisch erarbeiten. Also Amt für Behörde und Bürokratie in Sachen Migration, eine Schule für Bildung und Migration und so weiter. Also das ist die Idee, dass man Migration ein bisschen als Normalfall vermittelt und dass man zeigt, Migration ist überall und betrifft uns alle. Der Verein Domit existiert seit 1990, hat aber noch leider kein echtes Museum, also kein haptisches Museum geschafft, und wir wollten trotzdem unsere Sammlung zur Verfügung stellen, weil es wirklich kaum was zum Thema gibt überhaupt. Es kommt nicht in Schulen, in Büchern vor, es kommt wenig in Archiven vor. Und wir dachten, da wir haben so einen Schatz, das muss raus. Das muss raus und das muss ansprechend sein irgendwie. Und da dachten wir, okay, das Internet ist ein perfektes Medium, es ist flexibel. Man kann ergänzen, man kann ändern, man kann wirklich Tausende, Millionen Menschen erreichen. Die können zu Hause sitzen und sich das Ding angucken oder in der Schule. Es ist flexibel. Das hat uns gefallen. Daher ein virtuelles Migrationsmuseum, ja. Um die tausende Exponate werden gezeigt, also von Objekten bis hin 3D-Objekten, Fotografien von Objekten, Fotos aus der Sammlung, neu gesammelte Sachen auch. Also im Rahmen des Projekts haben wir neue Gegenstände geholt. Das ist auch sehr spannend. Viele Videos, Interviews, die wir da geführt haben. Also es war ein ziemlich großer Aufwand, was in sehr kurzer Zeit geschafft worden ist, also in 16, 17 Monate. Ungewöhnliches Projekt, ungewöhnliche Maßnahmen für. Und genau, das war aber ein sehr, sehr enger Austausch bis zum Ende von wirklich Räumlichkeiten, wie sie auszusehen hätten, bis hin zu User Interface. Also das müsste auch sehr, sehr intensiv besprochen werden. Wir haben es öfter getestet und Anmerkungen wieder gegeben, und es war wirklich sehr spannend, ist noch spannend. Die Digitalisierung ist schon eine Herausforderung, weil das dauert halt, bis man wirklich die Sachen in der richtigen Auflösung auch hat. Das sind eine Menge an Daten, die online gestellt werden müssen, und das heißt, das muss auch optimiert werden. Das war wirklich ein ziemlich großer Aufwand, und für die Firma, die dieses Projekt entwickelt hat, so technisch, war das auch ziemlich schwierig, eine Plattform zu finden, wo man so viele Objekte darstellen kann, ohne dass es zu langsam läuft. Mein Name ist Sandra Wacker, ich arbeite für das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V., DOMIT, mit Sitz in Köln. Ich arbeite an dem Projekt Virtuelle Migrationsmuseen, was in 2 Wochen online gehen wird, am 28. Mai. Thank you.